Corona hat den Tag für die Gemeinderatswahlen in den Sommer verschoben. Es war ein heißer Wahlsonntag und auch das Warten auf das Ergebnis erhitzte die Stimmung zusätzlich. Für die Vertreter der zahlreich erschienenen Medien hat die Stadt zum ersten Mal ein Medienzentrum eingerichtet. Wir haben uns entschieden, erstmalig ein Medienzentrum einzurichten, ganz einfach als Service für die Journalisten, dass sie am Wahltag dann wirklich aus erster Hand die Informationen bekommen und vor allem alle Spitzenkandidaten der 6 Parteien, die es in Bruck an der Mur gibt, auch interviewen können. Und das ist einfach ein Service, den wir jetzt erstmalig anbieten, ähnlich wie es auch in größeren Städten seit Jahren gemacht wird. Und die Journalisten ersparen sich dann in weiterer Folge ganz einfach die Parteizentralen abzuklappern, die ja über die ganze Stadt verteilt sind und brauchen nur an einen zentralen Ort in der Stadt kommen. Es ist ein ganz normales Medienzentrum, wie es bei anderen Veranstaltungen auch gibt. Das heißt, es gibt Internet, es gibt Laptop und wir können dann wirklich schnell und rasch ganz einfach die Informationen nach außen bringen. Dann hieß es warten auf das Ergebnis. Die erste Meldung 15 Uhr verschob sich und von Minute zu Minute spürte man eine steigende Spannung, bis es um 16.15 Uhr dann soweit war und der Brucker Stadtamtsdirektor Markus Hödl das vorläufige Endergebnis bekannt gaben. Neben zahlreichen Jubel gab es aber auch große Enttäuschung über den Ausgang. Das Ergebnis steht fest, die Wahl ist geschlagen. Wie würdest du den Wahlausgang jetzt kommentieren? Naja, wir haben deutlich gewonnen und ich bin über 50% und wir haben die absolute Mehrheit. Und es geht gar nicht so sehr um die absolute Mehrheit, weil ich werde auch in Zukunft versuchen, alle Parteien mit einzubeziehen, weil wir die besten Köpfe brauchen. Aber das ist eine schöne Bestätigung für meinen Kurs, auch ganz persönlich, für die Brucker Sozialdemokratie und das macht mich stolz und zufrieden. Es ist natürlich jetzt die Arbeit auch in der Gemeindestube etwas leichter. Die Arbeit, glaube ich, wird nicht so wahnsinnig viel leichter, denn es gibt unglaublich viele Herausforderungen zu bestehen. Und es ist nicht so, dass dieser Sieg jetzt bedeutet, dass jetzt plötzlich Honig fließt und Manna regnet. Das wird nicht so sein, es wird schwierig sein. Es wird viel zu tun sein, ich bin bereit, ich krempel die Ärmel auf und ich lade alle Parteien im Gemeinderat ein, da auch mitzutun. Das Ergebnis steht fest. Wie würden Sie dieses Ergebnis kommentieren? Also ich bedanke mich bei den Wählerinnen und Wählern, dass wir doch zulegen konnten, wieder auf das Ergebnis, das vor 2015 war, mit 7 Mandaten. Wir haben auch im Stadtrat wieder 2 Mandate, das uns natürlich auch ein gutes Zuspruch ist. Die Wählerinnen und Wähler haben doch unsere Arbeit honoriert, die konstruktiv und bürgernah. Wir haben natürlich als Koalitionspartner, als der kleinere, doch auch natürlich einen Nachteil. Wie man weiß, bei einer Wahl kommt das Ergebnis dann meistens dem Mehrheitsmandatar zugute. Das war auch da so. Aber wir sind trotzdem zufrieden mit diesem Ergebnis und gratuliere dem Bürgermeister zur absoluten. Allerdings fordern wir jetzt auch ein, dass er diese Buntheit im Gemeinderat auch so zulässt, dass er die Meinungsvielfalt und die Offenheit und die Transparenz, die jetzt doch in den 5 Jahren mit unserer Zusammenarbeit doch in der Stadt spürbar war und die der Stadt gut getan hat. Und deswegen werden wir das auch einfordern und ich hoffe, das wird sich auch so wiederfinden, dass auch mit einer absoluten Mehrheit die Meinungsvielfalt für die Stadt Bruck an der Mur arbeiten kann. Bevor ich das kommentiere, möchte ich mich bei den Wählern, die uns das Vertrauen geschenkt haben, bedanken. Das ist eine schreckliche Niederlage. Ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Kommunalpolitik. Das tut weh. Jetzt kann man die Gründe suchen. Fakt ist, es war eine Gemeinderatswahl. Es spielen natürlich Dinge mit, wie zum Beispiel der Bundestrend, die niedrige Wahlbeteiligung, die Verschiebung der Wahl. Aber letztlich ist das die Verantwortung der Ortsgruppe. Vielleicht haben wir die falsche Strategie gewählt, ich weiß es nicht. Wir sind nicht mal auf 10% gekommen. Wir haben 2 Stadträte und 4 Gemeinderäte verloren und das heißt, die Verantwortung zu übernehmen und das werde ich tun. Wir haben uns alle bemüht, wir haben das Beste gegeben, aber es ist nicht angekommen und deshalb werde ich nächsten Mittwoch zurücktreten als Vizebürgermeister der Stadt Bruck. Ich habe die Strategie gewählt, mein Handschlag zählt, das war die Wahlstrategie und jeder, der mich kennt, weiß, dass das hält, aber der Bürger hat das offensichtlich nicht angenommen, weil 90% waren dagegen, das muss ich zur Kenntnis nehmen und ich habe jetzt die Freude mit einem Alter von 67 Jahren, dass ich mich jetzt wirklich vermehrt um die Familie und meine Freunde kümmern kann, ich kann wieder in die Berge gehen und deshalb werde ich jetzt das Zepter in jüngere Hände übergeben. Aus meiner Sicht war für uns großartig unser Ziel, was wir gesteckt haben mit 2 Mandate, haben wir mehr als wir erfüllt und ich kann nur Danke an alle sagen, die mich und die KPÖ unterstützt haben bei dieser Wahl. Natürlich sehr großes und starkes Ergebnis natürlich von der SPÖ, natürlich, weil sie die absolute wieder zurückgekämpft haben, aber nichtsdestotrotz gefällt mir natürlich unser Ergebnis ganz, ganz, ganz toll. Wie schaut das morgen aus, beziehungsweise die nächsten Schritte, die Sie jetzt davor haben?
Naja, jetzt einmal das Ergebnis werden wir heute mal sicher sehr, sehr feiern und wir werden dann schauen, was in den nächsten Tagen oder Wochen bis zur Konstituierung passiert auf der Seite des Bürgermeisters, ob es Gespräche ergibt, das erwarte ich mir eigentlich, dass es Gespräche gibt und dann schauen wir mal weiter, was in den nächsten 5 Jahren in Burgenland einmal los ist. Das Ergebnis steht fest, die Wahl ist geschlagen. Wie würden Sie den Ausgang kommentieren? Ein bisschen überraschend. Ich möchte mich vorerst einmal bei den Wählerinnen bedanken, die uns wieder ihre Stimme gegeben haben und gratuliere natürlich auch den Siegern SPÖ und ÖVP. Wir haben es anscheinend nicht ganz geschafft, unsere Themen in dieser schwierigen Zeit rüberzubringen. Wir werden aber weiter daran arbeiten, dass wir die Klima- und Umweltthemen weiter bei den Bürgerinnen platzieren und dafür arbeiten. Die Wahlen sind geschlagen, die NEOS ziehen mit einem Mandat ein. Wie kommentiert man das? Ja, wir sind natürlich außerordentlich stolz. Wir sind mit einem kleinen Team angetreten, haben wirklich angefangen, mit frischem Wind zu propagieren, dass wir Bruck ins 21. Jahrhundert bringen wollen. Wir wollen mehr Transparenz für Bruck an der Mur und haben es wirklich geschafft, in den Gemeinderat einzuziehen. Also ich bin außerordentlich stolz auf mich und auf mein Team. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen Bruck transparenter machen. Die Bürgerinnen und Bürger verdienen es, dass sie wirklich erfahren, was in den Gemeinderatssitzungen passiert, was beschlossen wird und von wem es beschlossen wird. Und natürlich auch, dass die ganzen Protokolle jetzt in Zukunft öffentlich Transparenz auf der Webseite ausgestellt werden. Das vorläufige Ergebnis. Die SPÖ gewinnt wieder die absolute Mehrheit und erreicht 52,37%, was ein Plus von beinahe 10% bedeutet. Die ÖVP kommt auf 22,81%, eine Steigerung von 4,5%. Die FPÖ erreicht 9,4% und verliert über 12%. Die Grünen halten das Ergebnis mit 5,26%, die KPÖ liegt bei 7,24%, was eine leichte Steigerung von 1,5% bedeutet und mit 2,92% sind die NEOS erstmals im Brucker Gemeinderat vertreten.